Heyo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kommentar-Wi von mir, dem Cody. Yay! Im Hintergrund seht ihr ein gemütliches 29:19 frei für alle auf Standoff. Ja, recht nice. Ein sehr schöner Sieg. Und ja, das passt. So, und heute mal noch einmal, ja, so ein bisschen was über die Xbox geplaudert. Ja, habe ich ja schon letztens mal ein Video drüber gemacht und ein bisschen, ja, ein bisschen geraged und so. Aber es wird ja noch besser, Freunde. Nicht nur, dass es einen Online-Zwang gibt, nicht nur, dass man seine Spiele nicht verkaufen kann. Es sei denn, der Typ, dem du das verkaufen willst, ist seit mindestens 30 Tagen in deiner Freundesliste. Und dann musst du noch Gebühren bezahlen, um das Spiel zu verkaufen. An Microsoft musst du dann die Gebühren bezahlen und brauchst wahrscheinlich noch irgend so eine komische Lizenz dafür. Okay, so, weiter geht's. Kinect-Zwang, also musst du das Ding irgendwo hinstellen, dass es dich die ganze Zeit beobachtet. Nice. Was gibt's noch so? Ja, ich glaube. Ach ja! Seit neuestem haben wir jetzt auch erfahren, dass man die Xbox nur in seinem eigenen Land spielen darf. Also nur zum Beispiel in Deutschland, wenn du das in Deutschland kaufst. Wenn du das in Amerika kaufst, dann kannst du das nur in Amerika zocken. Ganz einfach. Also ein Region-Lock. Und das ist natürlich sehr nice, denn wenn man mal das Gerät mit in den Urlaub nehmen will, damit man auch mal da vielleicht ein paar Stunden zocken kann, wenn es dort einen Fernseher und so weiter gibt, dann ist das natürlich sehr gemütlich, wenn man dann nicht spielen kann. Und ja, das ist schon ein Hammerschlag für Microsoft, dass die das ihren Nutzern zutrauen, sich so eine Scheiße zu kaufen. Ja, Freunde, das ist hammerhart, dass die denken, dass alle Leute so blöd sind und sich so eine Konsole holen. Das ist ja wie, ich weiß nicht, das ist ja wie eine Stasi-Box eigentlich. Stasi-Box 2.0 von Microsoft. Also Microsoft hätte damals sehr gut mit der Stasi zusammenarbeiten können. Ja, Freunde. Beste Kooperation seit langem. Ja, dann gab es ja hier noch einen kleinen Skandal. Haha, ein kleines Skandälchen, Freunde. Ach ja, es hört gar nicht mehr auf mit den Skandalen hier. Und zwar haben große Konzerne wie Apple, Google und natürlich unser Liebling Microsoft sehr, 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 sehr viele Daten der Nutzer ausgespäht und das dem Staat gegeben. Also der CSI, Miami natürlich und der CIA und wie sie alle heißen. Wahrscheinlich wird der BND und die ganzen Verbrecher auch irgendwie mit dabei sein, ja. Und das Lustige ist, eigentlich mussten die gar nicht so viel für den Staat tun. Also die hatten da so Auflagen, die sie mindestens erfüllen mussten. Die haben es auch gemacht. Und natürlich, was denken sich die großen Konzerne? Ja komm, wir schicken euch gleich noch ein paar andere Daten hinterher. Da habt ihr ein bisschen was zu tun, habt noch genügend Arbeit und können gleich ein richtig geiles Profil von denen erstellen. Ich meine, Herrgott, was soll's? Wir können's doch, ja? Wir können's doch. Und da haben sie Millionen von Menschen ausgespäht. Also, Freunde, ich bin mir jetzt auch schon am Überlegen, ob ich jemals wieder irgendwas von Microsoft hole. Es fängt ja schon mit dem Betriebssystem an. Da spähen sie dir schon alles aus. Die Geiern, was das Zeug hält, Freunde.
Und jetzt nochmal eine Xbox, eine Konsole zu holen, wo du ja eigentlich fast die meiste Zeit dran sitzt, das ist. Nee. Das ist unmöglich. Und ja. Aber Freunde, jetzt kommt's noch härter. Und zwar, gestern hat Microsoft gesagt, ja Freunde, der ganze Sicherheitsschutz, ja, der eigentlich sein hätte müssen, damit ihr ordentlich spielen könnt und weil die Konsole dafür ausgelegt ist und ohne das könnt ihr nicht spielen, ohne diese Sicherheit. Und da sagen sie von heute auf morgen, ja, ihr braucht's doch nicht. Ihr braucht's doch nicht. Ist das nicht cool? Nein, ist es nicht. Also, so eine. Nee. So eine Hinterhältigkeit vom Allerfeinsten, ey. Ja, wieso haben sie das jetzt gemacht? Ganz einfach. Es gibt da schon 1000 News. PS4, so geil! Oh, holt euch die PS4! Oh, und wenn ich schon die kleinen Kittys höre oder in irgendwelchen News lese, PS4! Oh ja, ich liebe es! Oh Gott, da könnte ich den schon wieder ins Gesicht schlagen, ey. Da kannst du schon wieder nur ausrasten. Aber das ist ein anderes Thema. Und zwar, ja, hat Microsoft eingelenkt. Wer es glaubt, die lenken doch nie ein. Aber diesmal haben sie etwas eingelenkt, sagen wir es mal so. Und zwar wird es keinen Online-Zwang geben, keine DRM-Maßnahmen. Also ihr könnt eure gebrauchten Spiele direkt wieder weiterverkaufen. Keine Gebühren und so ein Shit. Ja, beim Kinect-Zwang bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie das auch irgendwie ja verhindern wollen oder weglassen wollen. Davon hat man nämlich noch gar nichts gehört. Wollen sie sich wahrscheinlich hier doch noch irgendwie hinterhältig ein paar gute Maßnahmen für sich ja behalten. Ja, aber immerhin ist der Internetzwang weg. Gebrauchtspiele, okay. Auch der Region-Lock ist weg. Das ist schon mal ganz nett. Die Cloud, könnt auch drauf scheißen, braucht ihr auch nicht. Ist schon mal gut. So, aber Freunde, wenn ihr ein Spiel spielt, dann muss die Game Disk drinnen bleiben. Bei der Xbox 360 war es so, du konntest das installieren. Oder? Ja, und dann konntest du im Market irgend so ein Teil runterladen, damit du nicht mehr die Disk brauchst. So habe ich das in Erinnerung. Und das fand ich eigentlich recht nice, aber wahrscheinlich wollen sie es doch nicht so haben. Okay. Ja, wieso haben sie nochmal eingelenkt? Ganz einfach. Die haben gesehen. Oh, Scheiße. Scheiße. Keine Sau bestellt die Xbox One vor. Woran liegt das wohl? Woran? Wieso gibt es so viele Beiträge, so viele positive Beiträge über die PS4? Komisch. Wieso haten alle unsere Konsole? Verstehe ich gar nicht. Ja, und dann hat irgendein schlauer Mitarbeiter mal gesagt, ey Leute, lasst doch einfach mal den Zwang weg. Vielleicht kaufen sich dann ein paar Leute das vor. Und so war es dann am Ende auch. Aber Freunde, wer einmal lügt, dem glaubt man nie wieder. Und so ist es bei mir zumindest. Und diesem Konzern werde ich nichts mehr glauben. Wirklich gar nichts. Und ich werde versuchen, so wenig wie möglich Daten an Microsoft preiszugeben. Ich hoffe, ihr macht das auch. Und ich hoffe, ihr werdet es Microsoft heimzahlen, indem ihr die Konsole nicht kauft. Es ist eure Entscheidung, ja. Aber sowas Hinterhältiges, das gibt's nur einmal. Gut, es könnte sein, dass sie nur geblufft haben. Das kann gut möglich sein. Sie wollten erstmal gucken, was bringt Sony jetzt hier raus. Ja, das hätte sein können, aber ich glaub's nicht. Die wollten das wirklich umsetzen. Da bin ich hundertprozentig von fest überzeugt, dass die das umsetzen wollten. Und ja, jetzt nochmal ganz kurz zur Sony PS4 und zwar.
gibt's ja da jetzt auch. So eine scheiß Sache, die man einfach so still und leise erwähnt hat. Und zwar muss man bei der PS4 auch, wenn man im Multiplayer zocken möchte, Geld bezahlen. Jeden Monat, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro. Im Jahr kann man sich dann auch eine Jahreskarte holen, also 60 Euro oder so. Wie bei Microsoft auch. Leider Gottes. Ach ja, Mensch, da ist das Gameplay schon zu Ende und ich bin noch gar nicht fertig. Ach Mensch, ist das nicht herrlich? Ja, das ist schon mal sehr schlecht. Das Ganze heißt PlayStation Premium oder PlayStation Network Premium. Damals bei der PS3 war es ja noch kostenlos. Also nein, es gab zwei Varianten. Einmal die normale. Da konnte man kostenlos spielen. Und einmal die Premium-Version, welche man zusätzlich noch kaufen konnte, wo es dann noch kostenlose Spiele gab. Wobei das kostenlos sich auch irgendwie aufhebt, denn du bezahlst ja im Monat, keine Ahnung, 5 Euro und kriegst dann kostenlose Spiele. Ha! Dann sind die eigentlich auch nicht mehr kostenlos, aber egal. Damals war es noch freiwillig, jetzt ist es Pflicht, also ich hasse es. Ich hasse es, Freunde. Die Konsolen gehen mir sowas auf die Nerven. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe mir so viel von den Konsolen erhofft, aber... Ja, das wird wohl nochmal 10 Jahre dauern, bis meine perfekte Konsole rauskommt. Ich meine... Ja, was will man machen? Naja, Leute. Ich würde sagen... Holt euch erst einmal nicht die Xbox One... Wenn ihr euch wirklich eine Konsole holen wollt, dann holt euch wenigstens halt die PS4. Mein Gott. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so ein Befürworter für die PS4, weil die mir auch nicht so toll gefällt. Gerade der Controller ist ja mal total hässlich. Man weiß, wie sie den zusammengeschreinert haben. Will ich gar nicht wissen. Obwohl der PS3-Controller meiner Meinung nach richtig cool war. Schön leicht. Konntest du gut mitspielen, aber der neue, hässlich. Und wahrscheinlich auch ziemlich unergonomisch. Bei dem Xbox One Controller sieht es nicht anders aus. Aber naja. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Commentary. Ich hoffe, dass euch meine kleine Information hier zu Microsoft gefallen hat. Scheiß Microsoft. Ja, Freunde. Ich bin dafür. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Die Aktionen, die gegen Microsoft gelaufen sind, haben sich gelohnt. Microsoft hat eingelenkt, immerhin etwas. Und man hat gesehen, was das für ein dreckiger Konzern ist. Und nun denn, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis bald. Hinterlasst Feedback. Und so weiter. Und wenn ihr für ein freies Internet seid und für eine freie Konsole, dann lasst es mich wissen. Und teilt es. Teilt es, ja. Denn wir Gamer müssen siegen. Bis dahin. Ciao.